Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der... Obwohl das gar keine richtige Kommentar-Crash-Show ist, sondern ein Gemisch aus zwei Formaten. Denn ganz viele von euch haben sich eine Roomtour gewünscht. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, show ich euch hier the place to be und beantworte gleichzeitig Kommentare, die live auf Instagram gepostet werden. Und je nachdem, wie ich gerade Zeit habe, bei der Roomtour werde ich eure Fragen beantworten. Und dann geht's auch schon los. Ja, und wir starten hier mit dem ersten Zimmer, und zwar mit dem Ort, den YouTuber wohl am meisten lieben. Richtig, was ist das? Das Bett. Und ich habe mir ein etwas größeres Bett geholt, weil YouTuber brauchen viel Schlaf, deswegen großes Bett. Dort drin liegt auch unser Special Guest, Pingy. Ihr kennt ihn aus meinem Drama Life. Ich kenne ihn schon, seitdem ich ein Jahr alt bin. Und für alle, die sagen, Christian, du bist 22, du brauchst keine Kuscheltiere, doch. Pingy ist sowas wie die Special-Ausnahme. Hier ist noch so ein Darth Vader-Helm. Hier chillen so drei Dinger. Der Bär, der Hund und die Ente. Und hier geht's schon los mit Elektronikgeräten. Nintendo 3DS, iPad, mein MacBook und der erste Platz beim YouTube Paintball-Turnier. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Und die wäre, wenn du in die Zukunft reisen könntest, würdest du es machen? Das würde ich, glaube ich, auf jeden Fall machen. Weil, Leute, schaut euch einfach mal die Entwicklung der Technologie an. Vor 20 Jahren so Röhrenfernseher und mega schwere Handys und so. Und heutzutage einfach mal 3D-Fernseher und iPhones und Samsung und hast du nicht gesehen. Und deshalb stelle ich einfach mal vor, was so in 20 Jahren ist, nochmal vorne raus. Da haben wir den Überschritt, da sind wir Cyborgs und fliegen rum oder so. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum anderen Teil. Hier, dort passiert die Magic, und zwar ist das mein PC mit so einer Klick-Tastatur, die ich besonders mag. Geilen Sound. Und einem Acer Touchscreen-PC. Ihr könnt mich sehen durch den PC. Super cool. Und wenn er an wäre, würdet ihr auch sehen, dass es Touchscreen ist. Hier ist meine Maus und ein YouTube-Mauspad. Und hier so ein bisschen anderes Zeug und hier Festplatte, bla bla bla. Hast du nicht gesehen. Und wir kommen zur nächsten Frage. Was nehmen wir denn da? Mein Lieber, was war das tollste und peinlichste Erlebnis bei einem Videodreh? Das kann ich, glaube ich, gar nicht so richtig beantworten. Ich würde das am liebsten gerne zusammenfassen und sagen, dadurch, dass ich schon früher vor YouTube sehr, sehr gerne Videos gedreht habe, ist das Tollste, einfach immer Videos zu drehen, weil das ist das, was ich liebe. Und das Peinlichste ist eigentlich, neben den Vlog-Szenen, die ich drehe, eigentlich alles so draußen, weil man immer wieder Leute sieht, die einen komisch anschauen und so. Das ist immer ein bisschen unangenehm. Zum Beispiel heute ist Folgendes passiert. Wir laufen weiter. Hier passiert eigentlich gar nichts und hier passiert wieder was, Freunde. Hier ist nämlich der Erinnerungsspiegel. Hier habe ich eine ganze Menge Fotos von Friends außen rumhängen. Hier oben ist zum Beispiel Sepp. Mit dem war ich heute auf dieser Burg Film. War mega peinlich, hat aber super viel Spaß gemacht. Danke, Sepp, dass du da bist. Ich muss nicht mal lachen, ne? Ich muss nicht. Ey, ich krieg das nicht hinzuschreien. Und wir machen weiter mit meinen Klamotten. Ich bin ein Junge, der verhältnismäßig viele Klamotten hat, weil ich kenne einfach Leute, die haben einfach nur 15 T-Shirts und das reicht denen auch oder noch weniger. Und ich habe einfach mal hier so den ganzen Schrank voll. Das sind hier so zwei Stapel und das Schlimme ist, hinten dran geht's auch nochmal weiter. Oh mein Gott, hier unten und hier oben. Irgendwas piept. Du. Und dann hätten wir noch hier den großen Mittelteil des Schranks. Dort sind ganz viele Jacken, Hemden und Pullis drin. Und oben ist auch noch mal was. Und wie gesagt, deshalb behaupte ich, dass ich ziemlich viele Klamotten für einen Jungen habe. Oder ihr beweist mir in den Kommentaren das Gegenteil und sagt, dass ihr das auch so habt. Oh mein Gott. Das ist so ein Schrank, wo irgendwie alles drin ist. Hier sind Bücher, dann zwei Lamborghinis. Ja, ich besitze zwei Lamborghinis. Parfüm, noch mehr Parfüm. Und jede Menge Krimskram. Und das wär's auch schon, außer dass ich hier noch so einen YouTube-Anhänger an meinem Schlüssel habe, auf den ich mega stolz bin. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon ins nächste Zimmer. Und dann kann es auch schon losgehen mit der Führung. Das hier ist das Objekt, was eigentlich alle meine Zuschauer kennen sollten, die irgendwie ein bisschen aktiv dabei sind, und zwar meine Couch. Ich sag einfach mal, ich benenne hier einfach alles oder zeige euch alles, was auf dieser Couch drauf ist. Wie zum Beispiel dieses Unicorn. Den Enderman habe ich von Sebastian zum Geburtstag bekommen. Ein Fu-Kissen, eine Mario-Kappe, ein Koopa, ein Krokodil, ein Rageface, beziehungsweise Are you mad, bro? Ein Forever Alone, ein Vogel, ein Ponk-Kissen, ein Pinata mit einem Yoshi, der drauf reitet, ein Christes-Kissen, oha, den Pedobär und ein Batman-Kissen. Und jetzt kommen wir zu meinem besten Freund, dem Mops. Oh, Freunde. Ja, er chillt hier immer, ist auch in ziemlich vielen Videos dabei und tut momentan nichts Böses. Normal beißt er, aber
Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage. Hast du schon mal jemandem ins Gesicht gefurzt? Ich glaube nicht, Freunde. Doch, habe ich. Und zwar Marc bei einem Videodreh. Freunde, ihr werdet es nicht glauben, aber es ist echt schwierig. Wisst ihr, was das Geile ist, Freunde? Ah, nein! Digga, ich hab deinen Scheiß Luft. Du Wichser, Junge. Tut mir leid, Bro. Und es geht weiter. Hier sind noch ein paar Decken. Das ist so ein Kissen. Das legt man sich auf die Beine, wenn man einen Laptop hat. Dann wird der nicht zu heiß und die Beine werden auch nicht heiß und es ist nicht unbequem und super cool. Ne? Hier ist so die Equipment-Ecke. Dort ist ein Stativ, noch ein Stativ und eine Lampe, noch ein Stativ und oben die Softbox, die jetzt gerade an ist. Und hier ist die wundervolle Aussicht aus meinem Haus heraus. Wow, Chris, du bist ja ein richtiges Landei. Hier ist noch so ein kleiner Tisch mit so ein bisschen Zeug wie Controller, Headset und einer Friends Handyhülle, die sie noch original eingepackt ist. Oh mein Gott, es geht weiter mit dem Nein, mit einer Frage. Ich muss eine raussuchen. Was würdest du eher machen, rauchen oder trinken? Ich bin eigentlich jemand, der weder viel Alkohol trinken noch überhaupt raucht. Ein bisschen Alkohol trinkt man halt schon an gewissen Feierlichkeiten oder so, aber gegen Rauchen bin ich auf jeden Fall, von daher würde ich eher trinken nehmen. Und dann geht es weiter hier mit einer Seite, die ihr fast gar nicht in Videos seht. Hier oben ist zum Beispiel mein Logo, die Filmklappe steht hier auch immer. Und hier ist mein YouTube Award für 100.000 Abonnenten, yay! Und hier unten ist mein Fernseher, auf den ich auch ziemlich stolz bin. Auf ihm schaue ich recht wenig Fernsehen, aber ich zocke ein bisschen öfter auf ihm, obwohl ich auch gar nicht so oft zocke. Ihr seht schon, ich mache eigentlich gar nicht so viel mit dem Teil, aber verhältnismäßig zocke ich mehr, als ich Fernsehen schaue. Und zwar habe ich eine Xbox und jetzt fangen diese Hater-Kommentare bestimmt wieder an. Oh mein Gott, warum hast du Xbox und keine Playstation? Freunde, ich habe das, was viele Freunde haben und was mir am meisten Spaß macht und damit ist alles gut. Und womit es nicht gut ist, ist jetzt mit Kommentaren. Wir müssen nämlich wieder eins raussuchen. Und zwar, was war dein Lieblingsspielzeug in deiner Kindheit? Und was deine Lieblingsserie? Lieblingsserie war auf jeden Fall SpongeBob. Und Lieblingsspielzeug würde ich sagen, Gameboy. Ich war schon immer jemand, der gerne Gameboy gespielt hat. Und ich glaube, ich hatte alle Gameboys, die es jemals gab. Das ist so nerdig, aber es ist halt wahr. Hier ist noch ein Schrank mit jeder Menge Krimskram. Hier unten seht ihr Kuscheltiere. Hier ist, glaube ich, so ein Schwein. Das kann sogar grunzen, wenn man drauf hat. Hier ist noch so ein Super Mario, den man reinstecken kann, keine Ahnung, und jede Menge anderen Krimskrams, wie ihr seht. Und ich würde sagen, wenn man sich das Zimmer mal so von oben anschaut, ist das wirklich nicht besonders groß, aber es reicht zum Videofilm. Und ich würde sagen, ich suche jetzt einfach auf die Schnelle noch ein paar Kommentare raus, die wir einfach ganz schnell beantworten. Welches Sternzeichen bist du? Ich bin Schütze, weil ich am 20. Dezember 1993 geboren bin. Wäre ich einen Tag später geboren, wäre ich Steinbock. Wenn du nur noch eine einzige Sache in deinem Leben essen und oder trinken dürftest, welche wäre es? Ich glaube, das wären Spaghetti, weil ich liebe Spaghetti. Und trinken, ich liebe Slush, aber dazu kommt halt, wenn ich das nur noch mein ganzes Leben lang trinken würde, wäre ich irgendwann mega fett. Deshalb würde ich, glaube ich, Wasser nehmen. Und welche drei Dinge hast du am liebsten auf deiner Pizza? Das ist auch mal eine nette Frage, die ihr unten in den Kommentaren beantworten könnt. Meine Lieblingssachen auf einer Pizza sind Salami, Pepperoni und Zwiebeln. Was sind eure Sachen? Ich freue mich in den Kommentaren drauf. Und ja, das wär's mit diesem Zimmer hier, Freunde. Und dann würde ich mal sagen, ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen, wenn euch diese Folge auch gefallen hat. Wenn ihr es ein bisschen mal spontan oder so wollt, kann man das gerne noch irgendwann mal auf eine andere Art und Weise lösen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr das jetzt tun, denn dann bekommt ihr immer alle neuen Videos angezeigt. Und wenn ihr jetzt noch weitere Videos schauen möchtet, dann könnt ihr zum einen gerne hier die letzte Folge der Kommentar-Crash-Show anschauen. Oder ihr gönnt euch hier die schlimmsten Dinge im Internet. Beides sehr sehenswert. Und falls ihr online seid mit Tablet oder mit dem Smartphone, stehen alle Links schön zusammengepackt unten in der Infobox, genauso wie meine Social Media Links oder der Link zu meinem Shop. Und dann würde ich mal sagen, sieht man sich im nächsten Video, Friends.